Ja, herzlich willkommen heute mit Simone Anlicke. Wir kennen uns ja zum super spannenden Thema Traumata und Gehirnkohärenz. Mich würde natürlich mal interessieren, wahrscheinlich auch viele, die jetzt zuhören, wie bist du auf dieses Thema gekommen, also Traumata und auch auf das Thema Gehirnkohärenz? Wann hast du das erste Mal von dem etwas gehört? Ja, also wann ich das erste Mal davon gehört habe, weiß ich nicht mehr so genau, aber ich weiß, wo es mich dann so gefesselt hat. Und das war, als ich in Berührung kam mit dem, was Joe Dispenza unterrichtet. Und ich fand das einfach super spannend, seine Verknüpfungen zwischen Gehirn und Herz und zwischen Denken und Fühlen. Und habe dann auch Seminare besucht und habe gemerkt, das spricht mich sehr an, das macht Sinn für mich, das hat wirklich, ja, das hat was. Und dann hatte ich, und das ist natürlich super cool gewesen, ich hatte dann das Glück, dass ich ein paar Jahre später habe ich Bruce Krayer kennengelernt an einer Konferenz. Und Bruce Krayer war also der Co-Founder vom Heart Math Institute und hat viele Jahre war er CEO. Und er hat einen Vortrag gehalten und ich habe gedacht, wow, das klingt so spannend, zumal ich in der Zeit gerade am Schreiben meines Diadenbuchs war und das auch ein Teil davon sein sollte. Und dann habe ich den Bruce gefragt, du hast du Lust, mal ein Interview mit mir zu machen. Und dann haben wir uns sogar entschieden, gemeinsam ein Seminar zu machen online. Und so bin ich dann in dieses Herz-Gehirn-Kohärenz reingekommen. Das Trauma, das ist erst ein bisschen später, also bevor ich den Bruce kennengelernt habe, aber nachdem ich den Joe Dispenza kennengelernt hatte. Und zwar relativ spät, weil ich mir gar nicht bewusst war, dass ich Trauma im System habe. Wow. Und das ist dann, ja, das ist dann ziemlich heftig in einer sehr kritischen Situation in meinem Leben aufgebrochen, als ich mich nämlich entschieden habe, mal einen Segelturn zu machen mit meinem damaligen Partner und wir auf engstem Raum zusammen waren über längere Zeit und da ist dann, wuff, ist dann da so eine richtige Ladung gekommen, von der ich überhaupt nicht wusste, dass das da war. Du bist ja als Trauma-Expertin, arbeitest ja mit dem, machst auch Ausbildungen mit der Heavening-Methode. Und was hast du da für Erfahrungen selber gemacht mit Heavening-Techniken? Und was machst du im Moment so für Erfahrungen, wenn du mit Klienten mit dieser Methode arbeitest? Könntest du den Leuten ein bisschen erzählen, wie das bei dir gewirkt hat und Ja, und schau, ich mache schon. Ich mache die ganze Zeit schon. Das ist so wirklich zu meinem ganz normal, wenn ich am Computer hocke, dass ich hier mir meine Hände reibe. Und das ist eine Anwendung. Havening heißt ja der sichere Hafen. Das ist ein psychosensorischer Ansatz, neuerer Ansatz, der eben die Berührung mit unseren Händen, die Berührung mit einbezieht und dem Körper eben ein Signal gibt, dass es sicher ist. Und ich habe das Havening auch, ich werde oft so geführt, das Havening habe ich über eine gute Freundin von mir kennengelernt. Ich hatte damals schon Entwicklungstrauma-Ausbildung, habe ich dann abgeschlossen gehabt und gedacht, das reicht mir jetzt. Und sie kommt aus einer ganz anderen Richtung. Sie ist Astrologin, Feng Shui-Therapeutin und hat irgendwann mal von diesem Havening gehört, hat dann so eine zwei-, dreitägige Ausbildung gibt es dafür, hat die gemacht, hat angefangen damit zu arbeiten mit ihren Klienten und Klientinnen und hat unglaublich interessante Ergebnisse erzielt. Ein Beispiel, da war eine Frau, die musste wieder Auto fahren. Die hatte vor 15 Jahren einen Autounfall und konnte nicht mehr Auto fahren. Und sie hat mit ihr das Havening gemacht, also mit dieser Berührung. Und die war nachher, nach dieser einen Session, ist die rausgegangen und konnte wieder in ein Auto steigen, hat sich dann ein Auto gekauft. Und ich habe gedacht, Mensch,
Das klingt einfach zu gut, um wahr zu sein. Und habe mich dann auch, sie hat dann mit mir gearbeitet, an meinen Themen gearbeitet. Und ich habe einfach gemerkt, wow, so nach einer Session hat sich das viel entspannter, viel gelöster, viel mehr in, also weißt du, so eine innere Harmonie hat sich eingestellt. Die Gedanken waren ruhiger. Und ich habe dann angefangen, das auch mit meinen Klienten, Klientinnen auszuprobieren. Und habe gemerkt, und vor allem aufgrund der Rückmeldungen, dass das wirklich tiefgreifend was im System drin bewirkt und verändert. Und dann habe ich gedacht, du, jetzt glaube ich, ist an der Zeit, dass ich auch noch richtig lerne, was wir hier machen. Und habe dann den Practitioner gemacht und es war zu gut. Ich finde so eine tolle Technik, dass ich dann vor einem Jahr habe ich dann noch den Trainer gemacht. Weil ich einfach finde, das ist etwas, was so unglaublich gut wirkt und vor allem eben mit ganz verschiedenen Techniken kombiniert werden kann. Also du hast es bei dir selber kennengelernt und du arbeitest jetzt mit Klienten. Ich war ja auch dabei, habe das erlebt, wurde auch sehr berührt. Jetzt, für wie ist es dann eigentlich, wenn jemand ein Trauma hat? Also was verändert sich da im Gehirn? Wir sind ja jetzt im Gehirn-Herzkohärenz-Kongress und das Thema finde ich so wichtig, weil ich ja auch erfahren habe, dass durch dramatische Erfahrungen das Gehirn sich wirklich verändern kann. Und wie du gesagt hast, viele Leute, und ich behaupte auch ich selbst, war mir gar nicht so bewusst, dass ich so Veränderungen hatte. Wie verändert sich das Gehirn bei Traumata? Also es gibt ja verschiedene Traumata. Vielleicht kannst du auch noch dazu was sagen. Genau, also wir unterscheiden grundsätzlich zwischen Schocktrauma und Entwicklungstrauma. Schocktrauma, schau, das ist das, was die meisten Menschen, wenn sie Trauma hören, denken die meisten an Schocktrauma. Wie ich jetzt gerade vorhin gesagt habe, mit diesem Autounfall, da passiert etwas, du hast ein Erlebnis, da ist das System ist, oder das Nervensystem ist auf Fight, Flight und Freeze. Kann das nicht ganz abreagieren und so bleibt das im Körper stecken. Und das können Situationen sein, eine Operation kann das sein, das kann eine Trennung sein, das kann ein Todesfall sein, das kann aber auch eine Naturkatastrophe sein, das kann Erdbeben sein, all das, eine Flut. Das bezeichnen wir normalerweise als Schocktrauma. Beim Entwicklungstrauma ist es etwas, sage ich, komplizierter, weil das Entwicklungstrauma ist nicht einfach ein Ereignis, das passiert ist, sondern das ist eine über längere Zeit, eben gerade in den frühkindlichen oder kindlichen Entwicklungsphasen, kann man sagen, da ist, und hier geht es auch. Bei mir ist es immer ganz wichtig, dass wenn wir gerade vom Entwicklungstrauma sprechen, dass es nicht um Schuldzuweisungen geht. Und auch gerade diejenigen, die zuhören, die selber Kinder haben, ich habe oft dann so eine Rückmeldung, was mache ich denn jetzt hier oder was tue ich denn hier meinen Kindern an? Ich gehe davon aus, wir tun alle immer unser Bestes. Genauso, wenn ich sage, ich habe Trauma im System. Und natürlich ist das in meiner Familie passiert. Das ist nicht bösartig passiert, sondern das ist sehr oft aus eigener Traumatisierung, was wir weitergeben oder einfach auch aus Nichtwissen, dass das Einfluss hat. Und deshalb können wir sagen, Trauma ist im Grunde genommen, und gerade Entwicklungstrauma, ist im Grunde genommen nicht so sehr das, was uns passiert ist, sondern die Art und Weise, wie wir in der Lage sind, damit umzugehen. Das ist so eine Definition, die ich gerne von Gabor Maté übernehme. Trauma ist nicht, was mir passiert ist, sondern meine Art und Weise, wie ich auf das reagiere, was mir passiert ist. Und Entwicklungstrauma ist da, wo man sagen kann, da ist ein Mangel an Einstimmung oder ein Mangel an Eingehen aufs Kind. Und wenn ein Kind entscheiden braucht zwischen Zugehörigkeit und, also das ist natürlich auch wieder nicht bewusst, gell? Ein Kind entscheidet da nicht bewusst, also dass ich im Kontakt und in Verbindung bin mit meinen Eltern oder denjenigen, die auf mich aufpassen, und ich selber sein. Wenn die beiden, also man kann sagen, authentisch sein, echt sein, so wie ich bin, so wie ich hier
ins Leben geflutscht bin, gell? Und wenn das im Widerspruch steht zu in Verbindung bleiben, der Liebe, der Aufmerksamkeit meiner Eltern, dann gewinnt immer diese Aufmerksamkeit zu den Eltern, diese Bindung, das ist überlebensnotwendig. Und dann, was passiert, dass ich anfange, vielleicht so emotionale Ausbrüche, die ich als Kind zuerst mal noch so habe und so hier sein, dass ich anfange, das auf die Seite zu drücken, weil es eben entweder bestraft wurde oder nicht beachtet wurde. Und ich fange an, das auf die Seite zu drücken. Und als Kind habe ich nicht die Möglichkeit zu sagen, ja, mit meinen Eltern ist, glaube ich, was nicht ganz so in Ordnung. Das mache ich nicht, oder? Sondern was dann passiert, und das ist jetzt zum Beispiel auch ein Unterschied zum Schocktrauma, dass dieses, weißt du, diese ganze Schamgeschichte, diese ganze Geschichte, ja, mit mir ist etwas nicht in Ordnung, weil weshalb behandeln mich oder agieren meine Eltern so, wie sie agieren, da muss ja was mit mir nicht in Ordnung sein. Das ist ein viel sicherer Ansatz, als zu sagen, hey, das kann ein Kind gar nicht. Und im Entwicklungstrauma drin ist also, sagen wir, da ist nicht nur unser Nervensystem eingebunden, sondern wirklich, also Gehirn gehört ja auch dazu, also nicht nur dieses in der Anspannung drin bleiben, sondern durch diesen ständigen Ausschüttung von Stresshormonen verändert sich wirklich, wissen wir jetzt mehr und mehr darüber, durch die ganze Hirnforschung, verändert sich wirklich die Entwicklung des Kindes und es verändert sich die Art und Weise, wie wir im Leben sind. Also sagen wir, jemand kommt und, weißt du, selbstbewusst und mit voller Resilienz und mit Wissen, dass alles in Ordnung ist. Wenn wir Trauma erleben, und gerade Entwicklungstrauma erleben, dann über die Zeit verändert sich da was und das kann dann sein, dass ich plötzlich so unsicher werde, ängstlich werde, komische Beziehungen eingehe, Selbstwertthematiken habe, nicht sicher bin, wer ich wirklich bin, ständig in dieser Hypervigilanz, ständig den Eindruck habe, das Leben, die Menschen wollen mir nicht Gutes. Also ich habe Vertrauensschwierigkeiten, weißt du, überhaupt dem Leben, den Menschen zu vertrauen. All das können Hinweise sein, dass da wirklich Trauma im System abgespeichert ist. Und wir sagen, im Grunde genommen, das Trauma speichert sich im Gehirn ab. Und insbesondere in der Amygdala, das ist hier hinten, ich sage immer, die Kate Truitt, eine Neurowissenschaftlerin und Head of the Havening Community, sagt, Amy hier hinten, die Amy, unser Sicherheitszentrum, da geht es nicht um Wohlgefühl oder um Entspannung und Amy will nur Sicherheit. Und dann wird alles durch diese Brille der Sicherheit geschaut, weil eben da drin diese Rezeptoren, die dieses Trauma eben bewirkt hat, dass die ausgefahren sind, die reagieren immer. Und das hat natürlich seinen guten Sinn, weil evolutionstechnisch war das wichtig, dass unser System in gewissen Situationen eben sofort oder schneller dann reagieren kann. Also da passiert was und dann sagt das Gehirn nie wieder und versucht alles, was da an Informationen kommt, wirklich eben auch zu speichern. Und deshalb kann es sein, dass ich vielleicht als Kind mal einen Autounfall hatte und über die Zeit, wenn das nicht behandelt wurde, dass ich im Erwachsenenleben eine Autophobie oder vielleicht eine Brückenphobie entwickle, weil der Autounfall auf einer Brücke passiert ist. Und das macht oft überhaupt keinen Sinn, weshalb ich jetzt hier plötzlich etwas auf etwas reagiere, weil das bewusst gar keinen Zusammenhang hat. Und da gibt es gerade vom Ron Ruden, der Dr. Ron Ruden hat diese
Hevening-Technik hat er entwickelt. Das ist ein Biochemiker und ein Familienarzt. Und der hat Beispiele, weißt du, wo Menschen mit irgendwelchen körperlichen Beschwerden kamen und Schmerzen hatten. Und wenn er dann in die Geschichte reingeht, und eben der normale, weißt du, der normale Körpertherapeut fängt dann mit den Symptomen an zu arbeiten, gell? Und auch der normale Arzt fängt an, mit Symptomen zu arbeiten. Und wenn man dann mehr in die Geschichte reingeht und plötzlich anfängt, die Verknüpfungen zu sehen und dann merkt, hey, da ist vor 10 Jahren was passiert, was der Körper gespeichert hat. Nicht so sehr das Denken, sondern der Körper gespeichert hat. Und jetzt war ein Auslöser in irgendeiner Form und jetzt kommen diese Schmerzen wieder. Also deshalb auch mit chronischen Schmerzen, mit Autoimmunerkrankungen, all das. Der Gabor Mate sagt ja im Grunde genommen bei und viele der Trauma Forscher und Therapeuten sagen im Grunde genommen ganz vieles, was wir körperlich merken, ist in einer großen Wahrscheinlichkeit hängt zusammen mit traumatischen Erfahrungen, die wir gemacht haben, die aber eben, ich sage dem, dieses Unbewusste nicht wissen, dass da was war. Das ist ja für mich faszinierend. Ich bin jetzt 30 Jahre als Yoga-Therapeut, Ausbildungsleiter unterwegs. Früher war ich noch nicht so sensibilisiert, hatte noch nicht so viel Wissen über dieses Thema. Und ich habe aber immer schon das Gefühl gehabt, dass sind schwierige Sachen passiert, habe dann das auch erfahren mit schwierigen Geschichten, verlassen werden, depressive Mutter, alkoholsüchtigen Papa und. Und ich habe den Eindruck bis heute, auch bei vielen Therapeuten, sogar bei Lehrern, die bekannt sind, viele erkennen das gar nicht, dass sie eigentlich Themen haben. Und wie erkenne ich dann, dass ich ein Trauma nicht integriert habe, dass da vielleicht etwas ist? Was gibt es da bestimmte Merkmale, Symptome, wo ich wirklich vielleicht mal mehr in die Reflexion, vielleicht sogar mal in die Therapie gehen sollte? Was hast du da für Erfahrungen gemacht? Welche Anzeichen können darauf hindeuten, dass es da Themen gibt, die wirklich bearbeitet werden sollten? Also schau, ich eben die Entwicklungstrauma können wir heute davon ausgehen, haben wir alle. Ja. Ich sage immer, alleine schon Mensch sein in dieser Zeit auf diesem Planeten, so wie wir groß geworden sind, mit all dem, da haben wir alle, das hat bei den einen hat es mehr Auswirkungen, bei den anderen hat es weniger Auswirkungen. Welche Leute kommen? Das sind Menschen eben zum Beispiel mit wiederkehrenden Themen. Immer wieder in der gleichen Situation. Ich komme nicht weiter. Das kann ein Indiz sein. Es kann sogar ein Indiz sein, wenn ich so denke, naja, ich brauche überhaupt keine Hilfe, ich kann alles alleine machen. Da muss ich auch, weil da kann ich auch von mir her reden, weil das ist eine Schutz. Kann sehr oft eine Schutzreaktion sein, eben ich habe gelernt, auf mich selber aufzupassen und ich gucke da selber und ich helfe mir auch selber, was wunderbar ist, kann auch gut sein, dass da auch Resilienz ausgebildet. Und wenn es so in einem übertriebenen Maß, weißt du so, wenn das nicht so, hey, ich bin gut bei mir, ich bin gut in Verbindung zu mir, ich habe Vertrauen darauf, dass ich gut auf mich aufpassen kann, so in einem entspannten, sondern wenn das so ein bisschen so in einem festeren, angespannten Ton ist, ist das eher eine Kompensation als wirklich eine Integration. Dann chronische Themen, Beziehungsthemen. Ich sage immer, ich bin ja auch noch Trainerin für gewaltfreie Kommunikation. Ich habe irgendwann mal für mich die Erkenntnis gehabt, wenn wir in der Kommunikation Schwierigkeiten haben, hat das immer irgendwie mit unserem Überlebenssystem, mit unserem Stress und Überlebensmechanismus zu tun. Sprich, darunter liegt sehr oft dann unverarbeitetes Trauma. Oder zum Beispiel, wie ich es gemerkt habe, beziehungsweise ich hatte zwei entscheidende Erkenntnisse. Das eine, dass ich in einer Situation war, wo ich
mir gar nicht bewusst war, dass ich völlig überreagiert habe. So ein richtiger Trigger war. Und ich muss dann da, ist mir gar nicht bewusst gewesen, ziemlich heftig reagiert habe. Also richtig in diese Angriffshaltung und quasi den anderen zur Schnecke machen. So Also. in dem Sinne. Richtig, also Wort, nicht physisch, aber mit Worten super aggressiv geworden bin, weil ich das, was passiert ist, als so eine Bedrohung gesehen habe und genau die Bedrohung, aus einer Gemeinschaft ausgeschlossen zu werden. Wenn, also da habe ich richtig so gekämpft für meinen Stand. Damals war mir noch nicht bewusst, dass das eine ganz klare, das ein ganz klarer Trigger war, eine ganz klare Traumareaktion. Und dann eben plötzlich fand ich mich mit all dem Wissen, was ich hatte. Schau, ich jahrelang habe ich meditiert, jahrelang habe ich war ich schon Trainerin für gewaltfreie Kommunikation. Und was passiert mir? Was passiert mich? Ich befinde mich in einer Beziehung mit einem Mann mit ziemlich ausgeprägten narzisstischen Zügen. Ich, der Empath, da ziehen wir, wunderbar, ziehen wir, wenn wir uns dessen nicht bewusst sind, ziehen wir Menschen in unser Leben, die, und ich sage dem, wir alle haben ein bisschen alles von diesen Themen. Nur, dass das, was wir heute so quasi als eine toxische Beziehung bezeichnen, habe ich 5 Jahre lang gelebt. Und da ist das ganze Zeugs, Gott sei Dank, sage ich heute, wirklich auch an die Oberfläche gekommen, weil in dieser Beziehung drin habe ich natürlich einiges, was ich aus meinem Elternhaus mitgekriegt habe, habe ich irgendwie wiedergelebt und wiedergefunden. Und da ist so schön, oder selbst wenn wir in, ich würde jetzt meine Familie nicht als dysfunktional beziehen, aber wir sind quasi so die Kinder der schwarzen Erziehung. Das heißt, da hat man, da ist noch mit Schlägen ist noch erzogen worden, da ist noch mit Bestrafen erzogen worden. Naja, das hat auf unsere, auf zumindest auf meine sensible Kinderseele hatte das einen entsprechenden Einfluss. Aber diese Form von dann mich zurückziehen, nicht getrauen zu sprechen und vor allem Grenzen zu setzen und Stopp zu sagen, weil ich gelernt habe, das liebe Mädchen, das liebe Kind zu sein und besseres viel sogar toll gefunden habe, wirklich auch, weißt du, so alles auf meine Schultern zu lassen, oder? Wow, ich kann alles tragen. Schau mal, wie stark ich bin und mich selber ständig unter Druck gesetzt habe und dann mich in einer Beziehung wiederfinde, wo ich quasi das, was ich als, im Englischen haben wir Familie, weißt du, das, was ich als gewöhnt, also als gewohnt, das ist gewohnt, anfühlt, dann in eine Beziehung reinbringe, auch wenn es nicht heilsam ist und wenn es nicht wirklich so ist, dass es mich glücklich macht. Und das war eine super. Die eigenen Grenzen nicht wahrnehmen, sich selbst manchmal auch nicht spüren, ja sagen, wenn man nein meint, Ja. wütend sein, ohnmächtig sein. Es gibt wahrscheinlich sehr viele Anzeichen, und aber es ist einfach ganz wichtig, wenn man so Anzeichen spürt, und ich empfehle es auch an Leuten, das mal genauer anzuschauen, weil ich habe doch das Gefühl, wenn man das Trauma nicht, also diese Themen nicht anschaut, holt einem das immer wieder ein. Und vor allem ist man dann permanent in einem gewissen Stress unterwegs. Und dieses spirituelle Bypassing, dass man das alles so wegmeditieren kann mit einer Hypnose oder einmal beim Joe Dispenza dabei sein, da habe ich einfach zu viele Menschen gesehen, wo das nicht funktioniert hat. Also ich glaube, es ist ganz wichtig, und auch dieses Intune, was du jetzt da erzählt hast, dass wir uns dem stellen, diesen Themen, und genauer bei uns, bei anderen hinschauen und dann eben vielleicht auch mal Hilfe, weil also mal in eine Behandlung gehen, in eine Sitzung gehen und schauen, ob da wirklich was da ist. Jetzt, wenn die Leute wirklich bereit sind, merken, da ist was da, ich gehe jetzt so, ich schaue das mal an, kommen zu dir in die Heavening-Technik, also. Was hast du dann so für Techniken, wo du ganz konkret
sagen wir jetzt mal, mit Leuten arbeitest, die so ein Bindungstrauma hatten, die vielleicht in einer Familie aufgewachsen sind, die so ein bisschen übergriffig war. Wie arbeitest du konkret mit Heavening-Techniken? Bevor vielleicht noch weil du gerade das spirituelle Bypassing sagst, oder ich nenne es auch das emotionale spirituelle Bypassing. Schau, in meiner Erkenntnis ist selbst das ist eine Traumareaktion. Und eine Trauma, also quasi wenn ich dann, weißt du, die Dinge wegmeditieren will, habe ich jahrelang auch gemacht, dass das ist wie eine Form, ein bisschen auch, also es ist ein Schutzmechanismus. Es ist einfacher für mich, in die andere Welt zu, in dem Sein sage ich auch, flüchten, als wirklich hier. Also es ist transzendieren und nicht transformieren. Oder? Ich gehe weg, als dass ich wirklich hier bin und damit wirklich das auch integriere. Das vielleicht noch als Ergänzung. Das war für mich so eine ganz wichtige Erkenntnis. Ah, ich bin hier am Transzendieren und nicht am Transformieren. Also wirklich das. Und zu wissen, es ist eine Traumareaktion. Es hat mir mal geholfen. Und das ist ganz wichtig bei allem, was wir, bei all auch diesen Dingen, die wir jetzt tun, die vielleicht nicht ganz so lebensdienlich sind. All das sind Versuche des Systems, uns in irgendeiner Art sicher zu fühlen oder uns zu beschützen. Ja, also wenn Menschen kommen, das ist ja eben die Annahme, kann man mal sagen, wir haben alle irgendwie Entwicklungstrauma, dann schaue ich zuerst mal, ich arbeite mit zwei. Ich arbeite mit dem NARM, also dem neuroaffektiven Beziehungsmodell von Dr. Lorenz Heller. Und ich arbeite mit Havening. Und oft kombiniere ich die beiden auch. Jetzt, wenn jemand kommt, da frage ich halt immer zuerst, was ist denn überhaupt dein Anliegen? Was möchtest du? Und ein wunderbarer Einstieg ist wirklich, dass zum Beispiel manchmal, ich möchte mehr Leichtigkeit, ich möchte mehr in Verbindung sein mit dem Leben, ich möchte mehr. Und dann, wenn wir nahmäßig arbeiten, ich so, was hindert dich denn daran? Oder was würde denn passieren? Sehr oft ist eben diese Frage auch noch, was würde denn passieren, wenn du jetzt so voll in deiner Kraft und in deiner Leichtigkeit und in deinem So-Sein, wie du bist, leben könntest. Und was da sehr oft auftaucht, ist dann genau dieses, was ich gesagt habe, authentisch sein, in meiner Kraft sein. Und dann kommen die Ängste rein. Ja, aber dann, was passiert dann? Verliere ich dann nicht irgendwie, was denken dann die anderen von mir? Wie stehe ich denn da? Da kommen diese ganzen Ängste rein, die eben quasi aus dieser Überlebens, ja, ich muss ja in der Bindung sein. Das heißt, da gibt es dann verschiedene Ansätze. Das eine ist gewisse Gedankengänge, auch sich bewusst zu machen, gewisse Glaubenssätze auch wirklich bewusst zu werden. Und ich kombiniere es wirklich mit dem Havening. Weil das Havening mir, wenn ich dann mit Leuten arbeite, das unterstützt. Ich mache ja als Therapeutin, ich mache jetzt immer, ich mache ja dann als Therapeutin, auch wenn ich online arbeite, mache ich immer auch mit. Und das heißt, wir nutzen das. Und Havening heißt dann auch, dass es diese drei Bewegungen, also hauptsächlich diese drei Bewegungen, das eine, und schauen, viele machen das ja auch schon, weißt du, wenn man so, ah, dann fahren wir uns so übers Gesicht, oder ich sage so in der Herzform, fahren wir uns so übers Gesicht, und diejenigen, die zuschauen, die können das gleich vielleicht mal mitmachen und mal schauen, was da passiert, oder wenn ich mir so übers Gesicht fahre, und zwar in einem angenehmen Druck, so also wirklich so eine Streicheleinheit. Oder dann von den Schultern so runter zu den Ellbogen. Also hier Schultern runter zu den Ellbogen. Und auch hier, da ist gut, also jetzt gerade auf dem Winter wieder, dass wenn wir synthetische Sachen anhaben, nicht, dass sich das auflädt, sondern dass das angenehm ist. Oder wir können es auch ausstreichen bis zu den Händen, oder? Dass wir so von den Schultern bis zu den Händen. Oder wir können auch, und das ist eben auch das Tolle, wir können auch einfach, wenn wir am Computer hocken, das sieht gar keiner, dass ich mir einfach so die Hände reibe. Und dann sage ich den Leuten zuerst mal, ich unterrichte sie in diesen drei Bewegungen und
Du kannst dann wirklich wählen, was für dich, du kannst abwechseln und wirklich mal darauf zu gucken, was passiert denn, wenn du das machst, oder? In der Regel, bei den meisten, also ganz, ganz wenige, haben Schwierigkeiten damit. Das hängt vermutungsweise wieder mit dem Trauma zusammen. Aber für die meisten, die empfinden das eben als beruhigend, als etwas, was sich gut anfühlt. Und das gibt dem Hirn, weil wir arbeiten mit diesen unser Gehirn ist ja so ein elektrochemischer, oder unser ganzer Körper ist elektrochemischer, Apparatus. Das sind elektrische Impulse, die eben auch chemische Reaktionen dann im Gehirn ausschütten. Und durch dieses Havening, durch diese Berührung, passiert, und da ist also da wird jetzt noch geforscht darüber, aber im Moment ist der Ansatz, dass dadurch Deltawellen im Gehirn ausgeschüttet werden oder erhöht werden. Das sind die ganz langsamen, die haben wir im Tiefschlaf. Und in den Tiefschlaf gehen wir ja nur, wenn wir sicher sind. Und gleichzeitig Gamma, was ganz hoch, also unkontrolliertes Gamma führt zu Angstzuständen, führt zu Herzrasen. Kontrolliertes Gamma, sage ich, kann zu diesen Bliss-Zuständen, also diesen Glückseligkeitszuständen in der Meditation führen. Ne? Also Gamma wird reduziert und Delta wird erhöht. Und was das bewirkt im Gehirn, ist, dass dann Chemikalien, die sogenannten Glückshormone, ausgeschüttet werden. Also wir fluten durch diese Bewegung und diese Streicheleinheit, fluten wir unser Gehirn und dann unser System mit Serotonin, Oxytocin, mit Dopamin und GABA. GABA ist so ein Neurotransmitter, der eben auch hilft, die Nerven wieder zu beruhigen. Und jetzt sind wir in einem guten, sicheren Zustand, wo wir auch in die Tiefe gehen können, ohne oder in die Geschichte gehen können, ohne eben zu retraumatisieren. Also jetzt kannst du, wenn was hochkommt, und wir würden dann, oft sage ich dann, die Leute erzählen mir vielleicht von Angstzuständen, die sie haben, oder Unsicherheit oder Ärger auch. Und wir machen dann mal so einen Durchgang mit Havening. Wir arbeiten auch noch mit Ablenkungen, da gehe ich jetzt gerade nicht drauf ein. Und dann wird das so mehr bewusst. Und wenn du so eine Gefühls, weißt du, so eine Gefühls, vielleicht, weißt du, wird es eng. Also es ist mehr so. Und du merkst, ah, hier wird's, ah, du kriegst einen Druck auf die Brust und du merkst wirklich somatisch, was da im Körper drin passiert ist. Und wenn ich dann frage, seit wann kennst du denn dieses Gefühl? Oder erinnerst du dich, wann du das erste Mal gefühlt hast? Und damit sehr oft kommen wir dann, ach, vielleicht habe ich das mit 15 Jahren gefühlt, als ich so in einer Bulli-Situation war. Okay. Und schau mal, gibt es noch eine frühere Erinnerung? Und dadurch, dass wir den Körper mit einbeziehen, kommen wir in der Geschichte relativ schnell an Erfahrungen ran. Und so, ah ja, genau. Damals. Da war irgendwie, da ist der Papa gegangen. Die Mama war alleine. Und ich wurde ins Zimmer gesperrt. Und da kam dieses. Und dann kann man sagen, jetzt sind wir an dem Event, vermutungsweise, wo das Trauma im Gehirn abgespeichert wurde. Und was der Ron Ruden mit dem Havening rausgefunden hat, wir nennen das Event oder Ereignis Havening, dass wenn wir dieses Ereignis auflösen können, wir haben es gewirkt, und auflösen heißt, dass diese im Gehirn, diese Rezeptoren, die ausgefahren sind, und man kann sich das wie so vorstellen, wenn dieses Trauma kodiert wird, das braucht gewisse Voraussetzungen, also eine Heftigkeit. Wir geben dem eine Bedeutung. Meistens ist das damit, oder es ist damit verbunden, dass etwas, was uns ganz wichtig ist, verloren geht. Wie jetzt vielleicht in dem Fall, dass dann da der Papa
das Haus, also ich verliere die Beziehung zum Papa und ich bin im Moment nicht in der Beziehung mit der Mama. Und das so eine Heftigkeit gewesen ist, dass sich das ein quasi wie einbrennt. Und dann braucht es auch noch, dass unser Gehirn in dem Zeitpunkt eben vielleicht schon nicht ganz so resilient ist. Also wir nennen das die biochemische Konstitution des Gehirns. Wenn wir ein super gutes Miteinander in der Familie haben, ist, wenn der Papa mal weg ist, das löst nichts aus, weil da bin ich in einem guten Zustand. Wenn ich aber vorher Zeugin war von Streitereien oder vielleicht schon sogar von Gewalttätigkeiten oder wie du gesagt hast, von Ausbrüchen und Alkoholismus und all das, das hinterlässt Spuren im Gehirn eines Kindes. Das heißt, da ist also die elektrochemische Konstitution des Gehirns ist gerade sehr verletzlich. Und dann, was auch noch dazu kommt, ist dieses, und das kennen alle, wir haben, wenn Trauma sich im Gehirn kodiert, dann haben wir dieses Gefühl von, wir kommen da nicht weg. Also es ist so ein Gefühl von Gefangensein, von, weißt du, so in die Starre gehen oder wir sind eingeschlossen. Also wir können dem nicht entrinnen. Und das kann man sagen, bitte? So eine Ohnmacht. Absolute Ohnmacht, weil ich völlig hilflos, machtlos bin. Also so wirklich, ich kann dem nicht entrinnen. Und das sind, sagen wir, das sind die vier Bedingungen, damit Trauma im Gehirn abgespeichert wird. Und jetzt, wenn wir arbeiten, geht es darum, jetzt zum Beispiel bei diesem Ereignis, da achtsam, sorgsam ein Umfeld zu schaffen, wo das an die Oberfläche kommen kann. Und wir können da arbeiten wir wieder mit Ablenkungen oder mit Neuschreiben der Geschichte. Neuschreiben der Geschichte hat immer zur Folge, dass dieses Festgefahren, dieses Nicht-Rauskommen, diese Ohnmacht umgeschrieben wird in was braucht dieses Kind? Was braucht dieser Mensch, gerade in der, eben da brauche ich, und da holen wir ganz viel, was dann der Imagination dient, holen wir zur Hilfe und kreieren, und das ist das Tolle daran, wir kreieren wie eine neue Geschichte. Das heißt nicht, dass das Alte nicht passiert ist, aber was wir im System für eine Information geben, ist, du kannst was tun. Und das Gehirn kann nicht unterscheiden, ist das wirklich passiert, jetzt was wir neu kreieren, oder ist das nur gedacht? Weil, das weiß jeder, wenn ich jetzt Frustration denke und an ganz negative Situationen denke, schütten wir wunderbar Chemikalien aus im System, gell? Ich mache manchmal solche Übungen im Seminar, um den Leuten zu zeigen, es ist nur unser Denken, was hier eine ganze Chemie in Bewegung setzen kann. Oder wenn ich Gedanken von Mitgefühl, Gedanken von Liebe, Gedanken, ich meine, Remo, was du machst mit deiner Herzmeditation, ist genau das, in diesen Bereich reinzugehen und dann werden diese anderen Hormone werden ausgeschüttet und das gibt meinem System die Information, es ist sicher. Jetzt beim Havening, was da zusätzlich passiert, ist, dass wir wirklich solche Ereignisse nachhaltig und also auflösen können. Deshalb der Ron sagt, es wird wirklich da was geheilt, was ja oft nicht so ausgesprochen werden darf. Was eben passiert ist, dass diese Rezeptoren im Gehirn, dass durch diese Berührung quasi diese chemischen Reaktionen, ich sage dann diesen Leim, dass der wie aufgelöst wird und sich die Rezeptoren zurückbilden können und wieder ins Gehirn retour gehen können, darf verstoffwechselt werden. Und jetzt sind diese Rezeptoren nicht mehr aktiv, um ständig auf der Suche nach Gefahr zu sein.
Und deshalb können wir solche Dinge wie das jetzt mit dem Autounfall, können wir wirklich nachhaltig auflösen. Und du kannst wieder durchatmen und du kannst dein Leben anfangen zu leben, wie es wirklich gedacht ist, gell? Deshalb, du siehst, ich bin so ein Fan davon, weil ich selber auch, ich weiß, Leute, ich gebe denen zum Teil auch Meditationen ab, gerade in meinen Kursen, wo ich sage, hey, tu das so, wie du den Tag beginnen willst, weißt du, mit einer bestimmten Qualität, wie du den Tag beginnen willst und du quasi dein System, sei es durch eine Meditation, sei es durch ein Havening, wirklich quasi darauf vorbereitest, so in den Tag zu gehen. Also je mehr Havening, umso besser. Deshalb super, wenn das die Leute lernen für die eigene Selbstregulierung. Ich finde es toll, es wird jetzt mehr und mehr auch in Schulen, die Jessie Lewis Schule hat das übernommen in ihr Curriculum. Und es wird in Krankenhäusern, ich unterrichte es im Spital, dass die Leute wirklich ein System, also so einfach, die, alles liegt in unseren Also, Händen, das ist es. Ich muss da nicht, ich ich finde lerne das mal und dann kann ich das anwenden, es oder? ganz toll, ich habe es ja auch schon kennengelernt, die Havening-Techniken, diese Berührungen. Ich kann das alles nur bestätigen, was du jetzt uns vermittelt hast, da den Zuhörern. Jetzt, liebe Simone, wie ist es ja, dieser Gehirn- und Herzkohärenz-Kongress, da geht es ja darum, dieses Feld zu erweitern. Wie siehst du das jetzt bei deinen Klienten, auch bei dir selbst? Wenn wir wirklich ein Trauma integrieren können und eine neue Geschichte schreiben können, siehst du das als ein neues Leben, das beginnt, eine neue Geschichte? Was hast du da so für eine Erfahrung? Was siehst du da für ein Bild auch? Also meine Erfahrung ist wirklich so, dadurch, dass wir eben, um die Begriffe nochmal, Trauma informiert heißt Trauma, also zu wissen, wovon wir hier reden. Das braucht nicht enorm viel, sondern zu wissen, gibt diese verschiedenen Arten von Trauma. Wie wirkt sich Trauma aus? Das nenne ich traumasensitiv zu sein. Zu merken, bin ich jetzt gerade in einer Traumareaktion drin, weil ich die Gegenwart eben nicht sehe, wie sie ist, sondern durch diesen Filter meiner Erfahrung, meines Traumas, das hier reinkommt. Und dann eben Mittel und Wege zu kennen, Techniken zu kennen, die mir helfen, wirklich auch mich selber zu regulieren. Es soll gesagt werden, dass Trauma in meiner Erfahrung nicht alleine geheilt werden kann. Ich brauche, schau, aus dem einfachen Grund, weil ich brauche jemanden, der mir die Präsenz halten kann und mich durch diese Ängste hindurch begleiten kann. Also insofern, für mich ist das ja auch so der spirituelle Weg, gell, auf dem wir sind, dass wir da wirklich Menschen haben, die eben nicht davor zurückschrecken und da auch wirklich begleiten können. Und jetzt habe ich gerade genau, wie hängt das zusammen mit dem Herzen und mit dem Gehirn? Wenn ich mein System regulieren kann, komme ich automatisch über das Herz, übers Gehirn. Also das Denken wird ruhiger. Wenn mein Denken in Gleichklang kommt, hat das eine Auswirkung auf meine Herzfrequenz. Und umgekehrt, wenn ich über die Herzfrequenz eben das ist ein Zusammenspiel hier. Das ist quasi so, wie es denkt, so fühlt es. Und so, wie es fühlt, passt sich das Denken wieder an, beziehungsweise das Gefühl passt sich an. Wenn ich also jetzt Dinge, mich mit Praktiken, Techniken unterstütze, die mir helfen, mehr ins Gleichgewicht zu kommen, mehr in die Harmonie zu kommen, mehr in die Freude zu kommen, hat das automatisch einen Einfluss auf mein ganzes System. Und nicht nur das, nicht nur Herz und Gehirn kommen in Kohärenz, Denken und Fühlen kommen in Kohärenz. Und jetzt, ich mache da ja auch mit, gell, durch die Resonanz, die wir auch im Miteinander kreieren. Also
Das weißt du ja, die Herzfrequenz ist ja im Grunde genommen, der Herzmagnetismus ist ja um ein Vielfaches größer als der Gehirnmagnetismus, gell? Also den Raum, den wir gemeinsam kreieren, dann passt, dann, also wenn ich als Therapeutin in einem guten, kohärenten Zustand bin, mich gleichzeitig auch unterstütze übers Havening in der Arbeit mit meinen Klienten, passiert auf der Ebene was. Also es ist mir schon so oft passiert, dass wenn ich gut, und ich hoffe, dass ich, wenn immer ich am Arbeiten bin, in einem guten, geerdeten, ganz wichtig, geerdeten Zustand bin, dass ich dann in der Arbeit mit dem Klienten, den Klienten auch in seiner Harmonisierung unterstützen kann. Und so passiert hier was. Jetzt, wenn ich harmonisiert bin und nach draußen gehe, habe ich einen ganz anderen Einfluss auf mein Umfeld, auf die Menschen, die ich treffe, genauso wie wenn du als eine Sitzung kommst und du wieder gut bei dir bist, wieder gut in Verbindung bist mit dir, dass dir das dann nachher auch viel einfacher fällt, nachher auch mit Menschen wieder in anderen Umgängen, ein anderes Miteinander hineinzuwachsen und das eben auch zulassen zu können. Weißt du, das ist ja auch nochmal ein Thema, gell? Ja, wundervoll. Also ich bin begeistert und finde es ganz wertvoll, weil ich bin eben auch der Meinung, dass durch diese Trauma-Integration und auch Arbeit mit dem Trauma, dass da viel mehr Kohärenz entstehen kann, dass viel mehr Einklang auf den verschiedensten Ebenen und vor allem, dass man dann das nach außen auch, so nicht nur nicht mit sich selbst, sondern dass man auch schlussendlich die Welt damit verändert. Denn die Veränderung beginnt ja immer bei uns. Und wenn ein Trauma integriert wird und wir uns tief verändern können, dann ist das für mich eigentlich auch wie eine Neugeburt, ein neues Leben, das da wachsen kann. Und wie siehst du das, als letzte Frage, Simone, wenn jetzt mehr Menschen wirklich viele Menschen ihre Traumas, Bindungstraumas anschauen würden, mit einem Therapeuten, Therapeutin, da in die Integration kommen würden? Was hätte das für eine Wirkung auf die Welt, wenn Sie jetzt sagen, wir heute in diesem Kongress gibt es Tausende von Leuten, die sagen, okay, ich habe gemerkt, bei mir ist auch noch ein Thema, ich gehe es an, ich schaue nicht weg, ich schaue hin, ich stelle mich dem und schau mal, wie sieht dann die Welt aus? Also für mich, was mir gerade ganz mit deiner Frage ist, konkret, das ist ein Beitrag zum Weltfrieden. Und zwar, weil ich mehr Frieden in mir selber finde und anders nachher auf Situationen und Menschen reagieren kann. Absolut. Und das ist für mich, glaube ich, das, was es braucht als, ja, als nächsten Schritt wirklich in diesen inneren Frieden zu kommen, um auch, also der Weg geht, glaube ich, von innen nach außen, um auch in diesen Frieden nach außen zu kommen. Ja, wunderbar, du sprichst mir aus dem Herzen und ich finde es so schön, dass du das in die Welt bringst, bin ich mit dir berührt und so vielen Menschen auch hilfst, weil ich weiß und habe das erlebt, was es für Menschen bedeutet. Und ich möchte mich nochmal herzlich bedanken für diesen wertvollen Beitrag und wünsche dir und vielen Menschen, dass es uns immer mehr gelingt, den Frieden bei uns zu spüren und ihn in die Welt zu bringen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Remo. Vielen Dank, dass ich hier sein darf.